Da sind wir wieder mit unserer FIFA 20 Simulate to Glory Karriere mit Waldhof Mannheim. Ja, in der letzten Folge ging es richtig los. Wir haben ordentlich eingekauft mit Siggi, unseren neuen Keeper geholt. Oh, der hat ein neues Spielerbild bekommen. Mumin, einen neuen Innenverteidiger, und Cavaré, einen neuen Rechtsverteidiger. Ansonsten haben wir ein paar Spieler verkauft. Jetzt geht es rein in die nächsten Saisonspiele. Und ja, je nachdem, ob sich noch ein Spieler verkauft, werden wir noch ein paar Transfers tätigen. Denn aktuell haben wir nicht so sonderlich viel Geld auf dem Konto. Aber das Ganze kann sich ja noch ändern. Es geht rein ins erste Spiel gegen Carl Zeiss Jena. Und wir können wieder einmal gewinnen. 2:0. Das Ganze ohne Verletzung. Das Ganze hier überstanden. Richtig, richtig gut. Cavaré, unser Neuzugang, trifft. Plan für diese Folge ist es erstmal, die Transferphase zu beenden. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen werden. Und hier haben wir erstmal eine richtig gute Trainingseinheit abgeschlossen. Nächste Partie steht an, diesmal zu Hause gegen Duisburg. Das wird nicht leicht, aber wir gewinnen schon wieder mit einem kleinen Problem. Denn Schuster hat sich verletzt. Der Gute fällt für 12 Tage aus. Ist jetzt nicht so unglaublich schlimm, aber er ist schon eine wichtige Stütze bei uns im Team. Die Verletzung von Schuster hat mich mal daran erinnert, eine neue Trainingseinheit einzuführen, jetzt mit allen Neuzugängen. Und damit sind wir dann auch schon am Transfer-Deadline-Day tatsächlich. Und dazu gibt es ja noch das erste monatliche Scouting-Update. Und mal gucken, ob hier schon irgendjemand Interessantes dabei ist. Leider war jetzt hier kein Spieler dabei, der sich irgendwie lohnen würde zu verpflichten. Also werden wir da erstmal den nächsten Bericht abwarten müssen. Was Geldeinnahmen angeht, haben wir ja eigentlich noch ziemlich viele Spieler auf der Transferliste. Und ich hoffe, dass wir da jetzt nochmal ein paar Angebote bekommen. Weil ansonsten können wir eigentlich nichts mehr wirklich machen, was sich irgendwie lohnen würde jetzt. Klar, es gibt die Option, Spieler auszuleihen, aber das funktioniert ja leider meistens in FIFA überhaupt gar nicht erst. Und deshalb sind wir eigentlich auf Verkäufe schon angewiesen. Und da ist auch nochmal ein Transferangebot für Schulz, der ist mittlerweile nicht mehr Stammspieler, ist aber auch nicht auf der Transferliste. Also da könnten wir vielleicht eine Menge Geld rausschlagen, mal gucken. Ich fordere einfach mal das Doppelte seines Marktwertes. Sie bleiben beim gleichen Gebot. Das bringt uns nun erstmal gar nichts. 750.000, wie wär's denn damit? 560. Da ich ihn eigentlich nicht unbedingt abgeben möchte, 700.000. Leider nein. Stunde um Stunde ist verstrichen, aber es bleibt dabei. Wir kriegen keine weiteren Angebote mehr. Wir gucken einmal auf die Top-Transfers. Das ist Paul Pogba zu Real Madrid. Robertson geht nach Spanien und Pjanic geht zu Barcelona. Nun also ohne weitere Neuzugänge geht es gegen Kaiserslautern rein. Immerhin ein Punkt, ist denke ich vollkommen in Ordnung gegen Kaiserslautern. Die sind ja jetzt nicht das allerschlechteste Team. Die dritte Trainingseinheit für diese Folge und gleich noch eine Trainingseinheit und die nächsten Upgrades. Vavodic, unser ehemaliger erster Keeper, ist zurück. Mittlerweile ist er ja nur noch ein Mann für die Bank. Außerdem kann Schuster auch wieder spielen, heißt, wir sind jetzt wieder top besetzt. Heimspiel gegen Würzburg, da muss ein Sieg her und wir gewinnen auch 3:1, richtig, richtig stark. Nach dem Spiel erstmal wieder trainieren. Auswärts in Uerdingen, keine leichte Aufgabe und wir verlieren mal wieder. Bittere Geschichte. Segert ist erstmal zufrieden soweit und wir gehen in die nächste Trainingseinheit. Zu Hause gegen Hansa Rostock. Können wir wieder gewinnen, wieder ein 3:1. Also zu Hause läuft es aktuell richtig, richtig gut. Und da flattert auch schon das zweite monatliche Scouting-Update rein. Ich hoffe, dass wir dieses Mal einen guten Spieler bekommen. Das ist aber leider überhaupt nicht der Fall. Dafür gibt es wieder einmal eine Trainingseinheit. Und wir simulieren vor bis zum Spiel gegen Viktoria Köln und sehen, dass es eine Trainingsverletzung gibt. Zum Glück ist die Trainingsverletzung aber verkraftbar, denn es ist nur ein Reservespieler von uns. Trotzdem natürlich ein bisschen bitter, aber ich denke, dadurch werden wir jetzt erstmal keine großen Probleme bekommen. Aktuell stehen wir in der Tabelle auf Platz 8 mit 17 Punkten. Wenn wir aber das nächste Spiel gegen Viktoria Köln gewinnen, könnten wir bis auf 3 Punkte wieder an einen Aufstiegsplatz uns rankämpfen. Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht mit diesem Ergebnis. Damit hatte ich eigentlich gar nicht so gerechnet, dass wir so gut gleich mal in der ersten Saison dastehen werden.
Viktoria Köln wird allerdings kein einfacher Gegner, weil das ist ein direkter Tabellennachbar. Das Spiel wird es dann aber in der nächsten Folge geben. Wir haben ja noch etwas Geld. Falls ihr Vorschläge habt, was wir damit machen sollen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob man davon noch einen neuen Scout holen könnte. Theoretisch könnte man das. Falls ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.